Was geht ab? Ich bin Toni von Leitsche Anker und heute sind wir hier in Ratzeburg. Das ist die Stadt, in der ich aufgewachsen bin und heute immer noch lebe. Und ich zeige euch einfach mal, was ich hier früher so getrieben habe und ein paar Plätze, mit denen ich ein paar schöne Erinnerungen verbinde. Los geht's! Wir sind jetzt auf jeden Fall hier, wo wir früher gewohnt haben. Das war unsere, ich glaube sogar unsere erste Wohnung hier in Ratzeburg. Und man mag es kaum glauben, aber dieses Zimmer da, genau über dem Tunnel, das war früher mein Zimmer. Und das ein oder andere Mal bin ich auch einfach mal aus dem Fenster gesprungen, um abzuhauen. Hätte ich aber auch gemacht. Ja, nur das Doofe war halt wieder reinzukommen, weil da musste ich dann doch klingeln. Und dann hat jeder gemerkt, dass ich draußen war. Ja, also das hier ist unsere Wintersportanlage. Hier haben uns früher einfach immer als Kinder zum Rodeln getroffen und es endete eigentlich fast jedes Mal mit nassen Hosen, weil der Auslauf nicht besonders groß war und eigentlich jeder irgendwann mal im See gelandet ist. Ich eigentlich jedes Mal. Früher war das coolste Fahrzeuge fahren. Irgendwie in den großen Pausen und als wir raus durften, wurden halt immer Fahrzeuge ausgeteilt. Und ich war halt das cleverste Kind und habe immer nach den Pausen das Fahrzeug im Spielhaus versteckt, sodass ich mir das sofort wieder sichern konnte, als sie ausgegeben wurden, weil keiner wusste, wo es war außer mir. Dementsprechend hatte ich halt immer ein Fahrzeug. Ich war halt schon ein cooler Typ damals. Das hier ist so ein ganz zentraler Ort meiner Jugend, denn hier habe ich quasi das Skaten gelernt. Wir haben uns früher eigentlich jeden Tag nach der Schule getroffen und haben bis in die Abendstunden hier gechillt, waren skaten und irgendjemand hat man hier immer angetroffen. Also es war echt keinen einzigen Tag so, dass hier gar keiner war. Also mindestens einer, eigentlich immer ich, war immer hier. Das hier ist jetzt auf jeden Fall der andere Skatespot, an dem wir früher mal waren. Allerdings war ich früher immer darauf angewiesen, dass wir meine Freunde Zeit hatten, weil ich war immer der Jüngste in der Gruppe. Dementsprechend hatte ich nie einen Führerschein und musste halt immer hoffen, dass einer von den anderen gerade ein Auto hatte und fahren konnte. Aber das hier ist er auf jeden Fall. Das ist Ratzeburg und hier bin ich zu Hause.